Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Tribes of Midgard. Wir sind immer noch in dem Wüstenbiom und looten, was das Zeug hält und schauen, was uns hier noch alles so erwartet. Denn bis jetzt, es ist recht geil. Ich hoffe, dass wir vielleicht hier auch diesen roten... Oh Gott, was ist denn das? Smaragd, was wir brauchen, finden? Wäre auf jeden Fall geil, wenn es den hier auch noch geben würde. Denn dann könnten wir tatsächlich 3 Sachen upgraden, ne? Aber hier gibt es halt auch sehr viel Eisen. Das ist auch richtig nice. Ey, hört mal auf mich so zugestürmt zu kommen. Hier schon wieder Eisen. Hier haben wir Obsidian. Das war fürs Abschießen, du Arsch. Da oben! Ich hab was gesehen, was Rotes. Okay, hier gibt's also auch diesen roten Stein, den wir brauchen. Und Riesenknochen. Bleib stehen. Du kannst mir eh nicht entkommen. Haha, durch die Wand, ey. Okay, jetzt müssen wir mal gucken. Ich glaube, der war auf der anderen Anhöhe. Kann das sein? Ja, shit, der war nämlich da drüben. Fuck. Ich habe immer noch nichts zum Bauen dabei, dass ich mich hier hochbauen könnte. Hier ist schon wieder so ein roter gewesen, ne? Da unten auch! Ja, da muss es den doch auch auf der Fläche hier geben. Auf jeden Fall Obi, Eisenstein, alles mitnehmen. Hier, ja, Mann! Granat! Ja, wir haben unseren ersten Granat. Hier ist das nächste Vorkommen. Geil! Da oben sehe ich schon wieder was. Okay, ich glaube, hier werden wir noch ein ganzes Weilchen bleiben, denn ich will hier echt looten. Sorry, aber je mehr wir davon haben, umso bessere Sachen können wir herstellen. Aufrüsten herstellen. Und. Oh, da war ein Geysir, geil. Was passiert, wenn ich mich auf den Geysir stelle? Hallo? Jetzt! Nix. Schade. Ich dachte, der bläst mich hoch. Wäre auf jeden Fall lustig gewesen. Das ist aber auch wieder so eine große Insel. Das gefällt mir. Hier wieder Obsidian. Schon lange kein Granat mehr gefunden. Ah, wenn man vom Teufel spricht. Ja, Werwolf? Nee. Wieso
wieso wird der nicht festgehalten, ne? Wieso ist der von den Ranken jetzt nicht festgehalten worden? Das ist ja ein bisschen weird. Okay, wir müssten eigentlich da runter. Genau so. Große Knochen. Würde mich nicht wundern, wenn wir die auch noch brauchen für irgendwas. Okay, da hören wir wieder was stampfen, ne? Ja, warte mal. Scheiße, hält der was aus. Tja. Ich krieg das hin. War er down? Nichts zu verbergen. Ah, schon wieder die ohne Rüstung. Namhafter Schatz Level 1. Obsidian, Erz, Brennalpha, Bernstein, geil. Es wird immer besser. Und stimmt, wir haben noch einen Segenspunkt zu verteilen. Fleisch. Ist der geflogen, Alter. Darf ich hier? Nein? Okay. Oh, schon wieder so ein Werwolf. Ah, es gab wieder so einen uralten Kern. Denkt, oh, ich sehe euch nicht, oder? Hier bin ich. Oh, genau. Hier bin ich ja nicht durchgekommen. Ja, und hier ist wieder diese Mauer, wo ich durch den Tunnel muss. Schon geil, also es hat sich gelohnt, hier noch ein bisschen rumzurennen. Da kommen wir nicht hin, da kommen wir nicht hin. Da müssen wir durch die Höhlen. Das heißt, wir gucken mal hier oben noch ein bisschen weiter. Bevor wir zur Base zurückgehen und dann richtig anfangen mit Bauen und Herstellen. Und, Alter, was ist das denn? Oh.
Ey, der hat mein Schwert ausgetauscht. Oh Gott, ist mein Schwert kaputt? Halt mal. Alter, das ist komplett broke. Das ist ja komplett broke gewesen. Screenshot machen. Alles für die Thumbnails, wenn sie mir gefallen. Kann ich eigentlich auch... so ein Screenshot machen. Da hinten aber zum Aufdecken. Ich muss sagen, dass ich feiere das Spiel bis jetzt immer noch. Also es ist richtig geil, richtig gut gemacht. Die Mischung zwischen Valheim und der Grafik von Borderlands. Es ist einfach genial, kann man nur sagen. Es ist ein reines Survival-Game mit Aufbau und Farming. Hab ich... Hä? So. Jetzt. Survival, Farming, Aufbau. Ja, und es ist einfach geil. Kann man sagen, was man will. Ich feiere das Spiel. Ich feiere allgemein solche Games. Und... Jo, was muss? Das muss. Also... Ich würde es immer wieder spielen. Bin ich ganz ehrlich. Kleine Steineschmeißer hier. Oh, das war gut versteckt. Der Granat war gut versteckt, ey. Kann man nicht anders sagen. Ah, anscheinend haben wir die Insel hier auch gleich so weit aufgedeckt, wie wir es brauchen. Also es ist nicht schlimm, ne? Dann gehen wir zurück und upgraden ein bisschen. Beziehungsweise bauen ein bisschen. Ich hoffe mal, dass das Holz ausreicht, was ich jetzt mittendrin gefarmt habe alles. Ja, okay, da unten müsste ich vielleicht noch ein bisschen aufdecken. Warum liegen hier Valhalla-XP rum? Ach, die sind da drüben. Okay. Oh, da loot man auch die Kiste. Jo, wir haben die Map gleich aufgedeckt. Das ist auf jeden Fall nice. Wir haben ein neues Biom entdeckt heute, neue Ressourcen gefunden. Ist
echt richtig gut gelaufen in dieser Aufnahme. Tschüss. Die war ja sowas von doof. Wieso springt die einfach freiwillig ins Wasser? Ich weiß, dass die Angst vor mir hat, aber... dass die gleich Selbstmord begehen muss. Nee, habe ich nichts liegen lassen, okay. Der Werwolf. Hatten wir bei uns auf der Insel jemals so viele Werwölfe? Ich glaube nicht. Oder allgemein so viele Wölfe. Ja, natürlich warst du wieder auf meinem Kopf. Jetzt müsste man soweit alles aufgedeckt haben. Denn hier vorne sind wir ja irgendwo an Land gekommen. Genau, das heißt, wir haben hier nur noch das Stück und halt da, wo man nicht hinkommt. Dann einmal mit Bifrost zurück zu unserer Insel. Und wir gucken mal. Erstmal alles abladen. Das verstehe ich nicht. Okay, mich stört das Angetaggedote nicht, aber es ist seltsam creepy. Was waren das für eine? Keine Ahnung. So. Das hier wollten wir, glaube ich, aufwerten. Nee, dafür brauchen wir Gold. Das hier wollten wir, glaube ich, aufwerten. Ja, genau. Große Knochen. Oha. Oh nein, es fehlt ein so ein Ding und es fehlt gerolltes Leder. Oh shit, Torino. Werkzeug Stufe 3. Das stellen wir uns halt instant her, würde ich sagen. So, wir brauchen 15 Bretter und 15 Stein. Ja, da brauchen wir Gold dazu. 15 Bretter. Hä? Und Stein brauchen wir noch. Ja, da müssen wir doch noch mal darüber. Geht nicht anders. Was haben wir noch so? Questtafel, Trankbrauer, Verteidigungswerk, Artefakt. Okay. Lager, Portalschrein? So, den werden wir uns da drüben aufbauen, würde ich sagen. Das Hammer. Ich vermisse aber noch irgendwas.
klar, das hier. Das haben wir noch nirgendwo, sehe ich gerade. Der will auch wieder Holzbretter haben. Wir können uns ein neues Schild machen. Schön. Aber Waffe können wir uns noch nichts machen, oder? Oh. Das Gift dieses Schwertes stammt von derselben Schlange, mit der Loki gepeinigt wurde. Wenn bis in alle Ewigkeit Gift auf dich tropfen würde, wärst du bestimmt auch von dem Gedanken besessen, Ragnarök auszulösen. Ja, ich weiß nicht, aber... Wir haben ein neues Schwert. Und wir haben Segenspunkte. 2 Stück. Das wäre jetzt natürlich richtig geil. Erhöht Angriffsgeschwindigkeit ist natürlich auch richtig, richtig geil. Passive LP-Generierung ist natürlich auch richtig gut. Du hinterlässt beim Rollen ein angreifendes Trugbild. Du hinterlässt beim Rollen einen angreifenden Wolf. Oh, das müssen wir auch unbedingt machen. Das ist bestimmt gut für die Bosse. Erhöht maximal Stapelgröße von Fallen. Verdoppelt die Menge an Zutaten durch Sammeln. Ja, also das müssen wir auf jeden Fall auch noch machen. Aber ich würde sagen... Wir machen erstmal das hier. So. Leider können wir das noch nicht aufwerten. Uns fehlt Stein. Und für Stein brauchen wir... Gold. Wir brauchen also Gold. Das haben wir da nicht gefunden. Das heißt ja dann, es muss irgendwo noch ein bisschen was anderes geben. Questtafel, Holzbretter, behauener Stein, Gold, Scherbe von Jansaks Brosche. Heißt, wir müssen auch den Boss umhauen. Vorher können wir nicht wirklich etwas bauen. Na okay, bauen können wir schon, klar. Und ich denke mal, wir werden auch schon ein bisschen was herstellen. Ich würde aber gerne ein kleines Haus haben wollen, tatsächlich. Wie viel kann man herstellen? Ah, oh, das sind genug. So, das müsste reichen. Das. Hier brauchen wir dann doch nochmal 3 oder ein paar mehr. Wir gucken mal. Ich würde nämlich gerne hier hinten das Haus hinbauen wollen. Tatsächlich. Müssen wir mal gucken. Kann sein, dass ich hier noch ein bisschen umstrukturieren muss dann am Ende. Das heißt ja jetzt auch, dass das Aufwerten eigentlich kompletter Quark ist. Wartet mal. Wenn ich das hier abernte... kriege ich nicht im Ganzen zurück. Scheiße.
So, dann setze ich hier nochmal. Und dahin bauen. So. Was war denn das? Oh, dieses Explosionsding, noch ganz ehrlich. Wo ist denn das? Ich muss das wegmachen. Das ist mal richtig, richtig ekelhaft nervig. Es soll ja kein großes Haus werden. Ich werde nämlich das alles draußen lassen, tatsächlich. Hä? So. Reihe zur Seite. Das müsste dann so sein. Brauchen wir davon auch noch ein bisschen was. Es wird auf jeden Fall kein zweigeschossiges Haus werden, was ich hier baue. Doch ein bisschen zu mager. Das sind jetzt 4 mal 9. 5 mal 9 und das wären dann 5 mal 11, wenn ich das so mache. Okay, ja, machen wir 5 mal 11 das Haus. Thank you.
können wir hier immer noch ein bisschen durchrennen. Das passt doch soweit. Ah, keine Bodendinger mehr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück brauchen wir noch. So, dann die ersten Wände. Haben die eigentlich irgendeinen Unterschied, wenn ich die drehe? Nee, haben sie nicht. Okay. Das Bauen ist recht chillig, wenn man die Ressourcen hat. So, wir haben auf jeden Fall schon mal Grundgerüst und wissen, wie groß das Haus wird. Das ist schon mal sehr, sehr schön. Da können wir tatsächlich auch schon mal das reinballern. Und unser Bettchen. So rum. Hä? So. Gut. Es wird doch ein großes Haus werden, denke ich mal. Haben wir so eine Schrägen davon? Hier, oh, die kriege ich mal erst noch. Scheiße. So, 4, 6, 8 Stück davon brauche ich noch. Drei, sechs, sieben, acht und acht sind 16. Die werden wir jetzt noch machen. Die werden wir auch noch platzieren.
entsteht ja schon mal ein kleines Grundgerüst. Ja. So, wenn euch die Folge bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.